Willkommen zurück zu SimCity. Ach herrje, die Stadt, ne? Die Stadt. So, schnell noch Event machen, fällt mir gerade ein. Keine verlassenen Gebäude, das ist gut. Das ist gut. Hier oben so die Industriemeile irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das hier so gut ist, wenn man hier so... Theoretisch müsste man das ja wegmachen. Ach, die haben eh Arbeitsprobleme, okay. Dann mache ich da jetzt Industrie hin. Weil ich es kann. Mach das andere Gedöns weg. Was ist das? Egal was es ist weg. So. Was ist mit Penthouse? Wo? Was, wie heißt das? Space. Aha. Die können wohl nicht Rechtschreibung und so, ne? Metallzentrale. Wie sieht denn hier eigentlich jetzt aus? Wie viel ist noch... Boah. Da ist schon ein bisschen leer, wa? Alter. Ich glaube, lange hält das Teil nicht mehr und dann haben wir es halt weg und dann bauen wir was Schönes hin. Aber das ist schon krass jetzt. Umschlagplatz, da ist auch übel viel. So, jetzt kommt hier oben noch ein bisschen Industrie, ne? Hier, so. Ach ja, die Stadt liegt im Schnee. Was? Ach, hier war das, was ich mal gesucht habe. Das ist nämlich auch bei Sims überhaupt, glaube ich, ist es. Ja, da gibt es extra. Sims 3 gibt es das auch, ja. Info zu Sims 3, wer es nicht gelesen hat, aber trotzdem irgendwie guckt. Ich habe nochmal ein paar Erweiterungspacks gekauft. Aber ich glaube, die kommen erst irgendwann nach Folge 10 oder ich weiß gar nicht. Ich glaube... Irgendwann nach Folge 10, ich werde es dann eh sagen, wen es halt interessiert, ne? Im Bau. Ah ja. Ja, SimCity hat schon was. Ist schon ein schönes Spiel. Und ich glaube, ich zock's auch länger als manch andere YouTuber. Da viele auch denken, es wird gleich langweilig, aber ich finde einfach, wenn man halt mehrere Städte... Boah, das ist ja schön. Wenn man noch mehrere Städte hat... Dann ist es nicht langweilig. Wenn man immer wieder neue Stadt machen kann. Wenn man es nicht kann, dann ist es langweilig. Oder beziehungsweise dann ist es doof. Dann hat man immer nie Bock drauf zu spielen, wenn man es nicht kann. Ich kann es jetzt auch nicht so übermäßig, aber ich habe trotzdem noch Bock. Weil ich dann trotzdem auch Geld mache, ne? Hier in SimCity. Und solange man Geld hat, ist man ja nicht pleite und hat nicht verkackt. Das ist ja auch cool. Mach ich so, dann kann man da jetzt auch runterfahren. Ist zwar total sinnfrei, aber man kann runterfahren, Leute. Das sind Ablenkspuren. Manche machen auch Städte nur mit denen hier. Aber ich weiß gar nicht. Ich meine, können ja auch bei denen hier können auch gehen. Das ist nur wegen dem Verkehr, oder wie? Ist schon krass, aber natürlich kann man das so machen, aber... Ich verstehe es jetzt nicht unbedingt, wie man das jetzt machen sollte. Alles so zu bauen. Ich meine, die nehmen ja so richtig viel Platz weg. Dann hast du ja kaum Zeit für Häuser, oder? Das ist zumindest meine Meinung dazu. Oh, scheiße, ich habe den Timer nicht gestartet. Wie lange nehmen wir schon auf? Nein. Ach ja, jedes ist immer so ein Drama. Es ist nachts. Also irgendwie, ne? Ja, Kohle. Kohle, 12.000? Was? Okay. Da ist wieder ein schönes Haus gebaut worden. 500.000, ich würde sagen, läuft. Kohle ist halt einfach allerdings bald leer. Und dann, glaube ich, wird es nicht mehr so doll laufen.
Wie viel Kohle ist noch da? Oder sagt die das einem nicht dann irgendwie so, wir haben bald keine Kohle mehr, oh mein Gott. Warte, Erzkarte hatten wir ja hier nichts, oder? Nee, Handelskarte, was? Handelskarte? Kohle natürlich, ja, ist klar. Kohlevorkommen, keine. Viel. Ja, viel ist hier nicht mehr, ne? Schon traurig, wie das jetzt alles weg ist. Vor allem, da war erst so viel. Ich weiß gar nicht, wie lange es gehalten hat, muss ich echt. Keine Ahnung. Wie viele Folgen. Könnt ihr ja mal nachgucken und in Kommentare schreiben. Aber ich habe das Gefühl, es hat nicht so lange gehalten. Aber die Stadt war ja auch von Anfang an nicht so ressourcenreich. Da haben wir auch, glaube ich, Städte gehabt, da hatten wir mehr, aber wir haben sie nie genutzt. Ich weiß das gar nicht mehr. Wir müssten einfach mal in die Städte gucken. Vielleicht machen wir das nächste Folge. Da bauen sie wieder was Schönes. Bin ich froh, dass ich hier mit WASD steuern kann. Das kann ich bei Tropico 5 nicht. Tropico 5 muss ich sagen, ist halt dann bei mir so, dass ich es manchmal nicht verstehe. So bestimmte Sachen und das ist halt Strategie eben. Und manchmal bin ich für sowas nicht geeignet. Für so Strategiesachen. Das ist bei mir immer so eine Sache. Entweder ich kann was oder nicht. So. Das ist auch wieder ein total sinnvolles Ding, aber ich habe eine neue Wohnung geschaffen. Hey. Immerhin, ne? Hier ist null. Ich kann es wegmachen. Geil. Kann ich jetzt. So, dann haben wir da noch was und es ist auch leer, warte. Ist auch leer, mache ich auch weg. Boah, bam. Neun, boah, jetzt, wir haben einfach durch Kohle eine Million gemacht oder so. Durch Kohle. Nagronk, neidisch. Das, wenn es in Minecraft gegeben hätte. So, 80, das ist voll, aha. Das sind 60. Ach Gott, Leute, was machen wir denn nur? Die Akademie wird auch nicht besser, wa? Alter. Hochhäuser. Yay. Auch wenn es nur die anderen sind. Aber ich glaube, die einen Hochhäuser gibt es gar nicht. Wie viele Leute können da eigentlich rein? Sieht man das? Ohne Unterricht? Was? Wie soll das sein? Ich gucke mal kurz, wie voll das ist jetzt. Da gehen auf jeden Fall. Haben wir. Oh, wir müssen eine neue Veranstaltung planen. Schon dann noch. So. Hä? Lol, wieso 0 von. Muss ich das jetzt verstehen? Gestern unterrichtet. Es ist noch nicht mal voll, also hä? Okay, wir machen mit Versandgebühren. Also mit der Technikstufe habe ich keine Ahnung, was da immer genau gemeint ist. Habe ich echt keine Ahnung. Das ist doof manchmal. Wenn man sich einfach nicht auskennt, ne? Da ist auch wieder irgendwie so leer. So. Haben wir da noch was hingesetzt?
Hier hat sich einfach mal gar keiner hingebaut. Soll mir auch recht sein. Kann ich auch verstehen. Da würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt hinbauen. Warte, wir haben hier noch eine Straße nicht ganz abgegradet, oder? Oha, das sieht aber schon so aus. Ja, die haben wir nicht. Die hatten wir nicht ganz. Die waren mittel, okay. Dann machen wir es halt jetzt. Es ist nie zu spät, etwas zu tun. So. Haben wir die auch abgegradet, wa? So. Ich habe es, glaube ich, eh schon mal erwähnt, aber wenn wir hier die ganze Map vollgebaut haben, dann wird es irgendwann mal eine zweite Staffel geben, wahrscheinlich. Nachdem ich dann wahrscheinlich eine Pause gemacht habe mit SimCity. Schlecht ausgibt. Aha. Dann wird es halt eine längere Pause von SimCity irgendwann mal geben oder so. Und irgendwann gibt es dann eine Staffel 2 mit einer neuen Welt. Denn hier kann man ja dann schlecht noch was machen. Das ist ja dann. Und ich habe auch nachgeguckt. Ich glaube, es gibt noch Welten. Scheiße, was habe ich gemacht? Nein, wie dumm bin ich? Hä, aber. Ach, egal. Wir hatten eine Million, aber. Ich war wieder irgendwie zu doof gerade, irgendwie, keine Ahnung. Dann würde ich die Welt nehmen, die am meisten Städte hat. Und wirklich. Ich glaube, es gibt. Das hier ist hier schon. Es hat viele Städte, muss man sagen. Vielleicht können wir das nächste Folge nur mal kurz zeigen. Vielleicht zeige ich euch das einfach mal kurz dann. Nächste Folge. Dann speichern wir hier und gehen ins Hauptmenü und dann können wir sowieso mal ein bisschen rumgucken, was sonst noch gibt. 500.000, aha. Cool. Abbau. 802 Tonnen pro Tag. Ah. Oha, jetzt wird es schon weniger. Ja, jetzt wird es definitiv wenig. Ich will mal eins wegmachen. Ich mache mal das hier weg und dann kann ich noch eins pflanzen. Pflanzen? Ich war gerade irgendwie. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich war. In welchem Spiel? Machen wir es so, vielleicht bekommt er das ja noch. Hoffentlich. So, jetzt nicht mehr abbrechen, ne? Was, da haben sogar schon welche jetzt gekauft um die Uhrzeit? Das ist aber gut. Wow, die kaufen schon. Um 4 Uhr früh. Ja, habe ich auch nichts gegen. Da habe ich nichts gegen. So. Wir können ja mal ein bisschen reingehen. Alles ein bisschen betrachten, wie es so aussieht. Miau. Ist voll schön hier. Ich könnte es mir hier gut vorstellen, zu leben. Boah, das sieht schon geil aus. Bei Sims 3 und so mache ich jetzt immer andere Thumbnails. Ich könnte es natürlich hier auch machen. Nur die Frage ist halt, ob das nicht zu viel wird. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde irgendwann mal. Miau. Hui. Was machen die hier eigentlich dann? Boah, voll viele Ampeln und so. Hier ist der Bahnhof. Oh, geil. Hier ist so ein Bahnübergang, oder? Der ist total unnötig, aber egal. Boah, das sieht schon geil aus hier. Ich mag Züge. Was? Warte, war das gerade ein. War das gerade ein Güterzug? Schon, oder? Wo sind die Züge jetzt hin? Hier kommt kein Zug mehr. Ich glaube, ich habe sie verscheucht. Ich glaube, ich habe die jetzt echt verscheucht. Ja, scheint so. Gut. Dann gucken wir mal. Nächste Folge. Weiter, ne? Ciao.